Hallo Römer, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Ich glaube, wir müssen erst links lang. Let's play The Legend of Zelda. Wow. Link to the past. Ich hab's geschafft, ohne zu stocken. So gesehen, zu stocken. Nice. Ja, wir müssen jetzt uns weiter durchkämpfen bis zum Ende des Tempels. Damit wir den Boss besiegen können. War das hier? Nein. Manu. Danke. Oh Gott. Getroffen. Oh, Skill. Skill. Ja, yeah, ich muss die, glaube ich, gar nicht besiegen, oder? Hui. Nein, hätte ich nicht gemusst. Okay. Hätte sein können, dass das irgendwas bringt. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir mussten doch erst die andere Seite gehen. Das war, ja. Sagt nichts. Das war natürlich, wusste ich natürlich. Ich wollte nur, ja, irgendwas damit bezwecken. Ich weiß nur noch nicht, aua, was? Irgendwas war's, ich weiß nur nicht was, echt so. Es ist, definitiv, also, natürlich. Ich glaube, den Fehler mache ich aber immer, wenn ich Zelda spiele. Also wenn ich dieses Zelda auch durchspiele. Das ist nicht, darunter. Oder? Nein. Natürlich nicht. Nein, jetzt muss ich... Och nein, warte. Oh, natürlich. Ich bin so ein Lappen. Da-da-da-dam, da-dam-dam. Oh Mann. Geh weg. Darauf, danke. Und hier hoch. Danke. Aufpassen. Ach genau, wir können die jetzt so besiegen. Oder auch nicht. Natürlich! Ich werde getroffen, aber ich kann es nicht besiegen mit Menta. Natürlich. Ich fühle mich verarscht. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir Enterhaken haben, ey. So, genau. Erstmal schön das Wasser ablassen. Können wir auch da hinten an die Truhen rankommen. Und ja, eigentlich müssen wir jetzt da oben lang gehen. Aber, wie gesagt, erstmal zu den Truhen. Gut, dass wir im letzten Part nicht mehr weitergemacht haben. Wir hätten den Boss nicht erreicht in diesem Part, in dem letzten noch. Und wir haben wieder 999 Rubine. Eieiei. Das ist so krass, wie viele Rubine wir einfach bekommen. Genau. Hier war das jetzt so. Aufpassen. Wir können erstmal hier durchgehen, aber hier, ja, ist nichts. Hier könnte man was farmen, weil man hier, man kann sich hier die ganze Zeit hinstellen und warten, bis das Ding rauskommt. Und sich so zum Beispiel versuchen, Herzen zu farmen, glaube ich. Wenn die überhaupt irgendwas droppen. Ne, wie es aussieht, nicht. Okay, dann nicht. Aber ja, wir können hier durchgehen. Durch den Wasserfall. Ja. Habe ich im letzten Part schon erwähnt, dass man das einmal hier im Dungeon machen kann. Vielleicht auch zweimal, ich weiß gar nicht mehr. Und sonst fehlt noch ein Herzchen. Nein, verdammt. Ein Herzchen fehlt noch. Putz. Geh weg, geh weg. Herzchen, nice. Wir haben wieder volle Herzen. So, was war hier oben? Ich weiß es nicht mehr. Oh, nein, 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 nein. Oh. Kann ich den... Ist das dein Ernst? Ich kann den nicht besiegen? Und nein, da müssen wir jetzt auch nicht mehr hin, weil, ja, wir haben jetzt volle Herzen und so. Da hätten wir noch Herzen farmen können oder Geld oder was auch immer. Aber das brauchen wir alles nicht. Wir sind jetzt beim Boss. Und ich liebe diesen Boss. Man muss mit dem Enterhaken ja diese Wolken von dem abziehen. Ich nenne es mal Wolken. Weiß nicht, sieht halt so aus wie Wolken. So, komm. Ja. Nein. Okay, ja, man kann die Wolken auch nur angreifen, wenn man diese Wolken von ihm abgezogen hat. Die machen Schaden? Was? Dein Ernst? Wusste ich gar nicht. Was? Manu, warum machen die den Schaden? So, eine Wolke fehlt noch. Dein Ernst? Nein! Jetzt komm her, Wolke. Ich will dich haben. Danke. So. Und jetzt wird er ausrasten. Die ganze Zeit auf uns rauf
bringen, beziehungsweise ja. Wow, das war... Wow! Ich bin... Yeah, super! In diesem Spiel. Okay. Was? Mann, ich treffe den doch, oder nicht? Treffe ich den nicht? Ich treffe den doch eigentlich. Okay, aber wir haben den gleich. Wir haben ihn gleich. Ja! Wir haben ihn besiegt, Leute. Wir haben den zweiten Palast gemeistert. Und bekommen den zweiten Kristall. Die zweite Prinzessin haben wir gerettet. Oder Nachfahren erwiesen. Sieben Weiden. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Hallo. Oh, Doki. Ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du das verstanden? Ja, hab ich, natürlich. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Wird das sicherlich. So, wo gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt nach Hyrule. Kakariko, meine ich. Nach Kakariko. Dödüm. Dödüdüm. 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 Ach ja. Genau. Hier können wir erstmal. Genau, wir können uns hier erstmal noch in die andere Welt wieder teleportieren. Und hier reingehen. Denn, ja, Herzteil. Yeah. Herzteil. Wir brauchen noch 5 Dungeons, ne? Das heißt, 2, 4, 5 Herzen. Das heißt, wir brauchen noch jetzt 11 Herzteile. 11 nur noch. Huh. Ist eigentlich recht wenig. Die 11 dürften wir auch locker zusammenkriegen. Schätze ich jetzt, also... Ich schätze schon. Ich weiß gar nicht. War hier ein Herzteil? Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Ich weiß, man kann die Rubine farmen, glaube ich. 39 Sekunden, 80 Rubine, wenn's los... Ja. Hüpf sie dann zum Graben. Ich weiß gar nicht, ob es den Herzteil gab. Scheiße. Aber ich glaube, hier gab es ein Herzteil. Gab es hier ein Herzteil? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Gab es hier ein Herzteil? Ich muss nochmal, glaube ich, nachgucken. Ob es hier überhaupt ein Herzteil gab. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr so sicher. Ich habe das Gefühl, nein. Aber ich glaube, man kann die Schaufel irgendwie behalten. Oder wie bekommt man die Schaufel nochmal? Ich weiß es gar nicht. Shit. Shit. Ich will die Schaufel behalten. Yeah. Dim, 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 dim. Oh yeah, dim, dim, dim. Ah, hier kommen wir gar nicht lang. Hier ist ein Bogenschießen, wie es aussieht, ja? Ja, genau. Gibt es hier ein Herzteil? Ich weiß es gar nicht. 20 Rubine. Klar. Versuch 5-mal zu treffen. Daneben, verdammt. Getroffen. 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 Ah. Ja, wir versuchen es nochmal. Genau. Komm, warum nicht? Nein, was daneben? Oh, komm. Ich will nicht mehr. Nö. Mann. Belastet mich jetzt.
Ich glaube, wir müssen uns in die richtige Welt zurück teleportieren, damit wir dann wieder irgendwie in die andere Welt bei Hyrule kommen. Ich weiß es aber nicht genau. Oh Mann, das ist doch voll doof. Moment, Moment. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Kann ich hier? Danke. Mann. Oh. Moment, Moment, Moment. Einen Moment. Wir können erstmal hier oben hin. Denn hier war ja ein Flötenspieler. In der richtigen Welt. Und jetzt ist hier dieser Junge. Was sagt... wie spricht ihn? Ja, kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich diese Gestalt verwandelt. Ja, früher habe ich das Flötenspielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Ja, es gab... da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gerne wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach meiner Flöte. Werde ich machen. Ich leihe dir gerne meine Schaufel. Ah! Okay. Ja, du hast du hast dir deine Schaufel geliehen. Yeah. Okay, jetzt müssen wir nämlich uns hier irgendwie zurück teleportieren. Ich mach das immer hier. Denn hier ist die Schaufel auch irgendwo. Oder nicht? Nicht? Eigentlich ist hier die Schaufel. Da. Die Flöte. Yeah, wir haben die Flöte bekommen. Na, trara. Ja, hier ist die Flöte. Schön. Ich glaube, jetzt müssen wir ihn nochmal ansprechen, den Typen. Jetzt in der Schattenwelt halt. Und ihm was vorspielen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Hallo. Ah, danke, Doki. Aber diese Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte nimm du sie. Ich sollte... Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mein Lied. Dem etwas schlafenden alten Mann? In dieser Welt oder in der anderen Welt? Na, gucken wir mal. Er hat sich in einen Baum verwandelt. Yeah. Ja, und hier ist der Typ jetzt weg. Leider, leider. So, wir gehen jetzt in dieser Welt hier nach Kakariko. Und ja, suchen mal den alten Mann und hoffen, dass wir da einen Porter finden, der uns in die andere Welt bringt. Und ich glaube, da war kein Herzteil. Wenn es noch eins fehlt später am Ende, können wir nochmal versuchen, irgendwie das zu finden. Schauen wir halt bei Google irgendwie einmal nach. Ist ja das Einfachste. Weil da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Das ist das Problem. So, ist der alte Mann vielleicht hier drin, der alte schlafende Mann? Ja, hallo. Es ist Schnarch. Diese Flöte hat mein Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist der? Geht es ihm gut? Ich verstehe. Okay, der Blick verrät mir alles. Bitte mal die Flöte und spiele dem großen Dorfvogel die Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte. Ja, okay. Dem alten Dorfvogel müssen wir das vorspielen, okay. Ja, das ist nämlich wichtig. Lalalala. Ach ja. Yeah, wir haben jetzt einen Vogel. Mit dem Vogel können wir uns durch die Welt... Ja, können wir durch die Welt reisen, sag ich mal. Ziemlich praktisch. Durch diese und... Warte mal. Kann ich mal... Danke. Komm her, Vögelchen. Tschua! Genau, wir haben jetzt hier da oben den Punkt. Hier, 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 hier. Was ist denn da unten? Da unten auch? Echt? Krass. Ja. Da bringt es uns nichts mehr. Hexe bringt uns auch nichts. Ja, wir bleiben halt einfach hier. Das ist... Nein! Nein, komm her, Vögelchen! Rette mich! Woo! Yeah! Dann will ich bitte wieder hier hin. Dankeschön.
Denn wir begeben uns jetzt zu einem Porter, der hier oben sein dürfte. Nein, von der Seite aus nicht. Denn den schwarzen Stein können wir nicht hoch, aua, heben. Und wir machen wahrscheinlich den fünften Dungeon vor dem dritten Dungeon und dem vierten Dungeon. Wo ist der vierte eigentlich nochmal? Ne, das ist der vierte. Das ist der vierte. Machen den vierten vor dem dritten Dungeon. Weil eigentlich ist der dritte in der Schattenwelt hier in dem Wald. Aber da wir den vierten auch schon machen könnten, soweit ich das jetzt noch weiß, ich glaube, wir brauchen das Item, was in dem dritten Dungeon ist, brauchen wir nicht für den vierten Dungeon. Deswegen, und der vierte Dungeon beinhaltet halt ein ziemlich praktisches Item, wenn ich mal so sagen darf. Das könnten wir schon ganz gut gebrauchen. Wenn wir jetzt überhaupt zurückkommen. Ich glaube aber schon. Oh, 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 au, 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 au. Okay. Und ja, wir sind wieder in Kakariko. Was gab's hier denn alles so? Was kann man hier denn alles machen? Dort kann man nicht rein, okay. Ha, hier. Ich wurde nicht getroffen. Ich bin begeistert. Hier gab's auch eigentlich nichts, oder? Nee. Gut, gucken wir uns erstmal die ganzen Häuser an. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das hier in der Schattenwelt war. Was hier alles so ist. Okay, wahrscheinlich eine Kiste mit Rubin, oder? Natürlich. Egal, wir brauchen, glaube ich, und schon wieder Mario-Bild. Wir brauchen, glaube ich, keine Rubine mehr, wirklich. So, ja, hier ist nämlich der nächste Dungeon. Schon mal geöffnet. Was auch immer das sein soll, soll das ein Pool sein? Ich weiß es nicht. Hier gibt's aber die Chance auf dem Herzteil, glaube ich. Genau. Hier gab's, soweit ich weiß, die Chance auf dem Herzteil. Oh, ja, doch, doch, doch. Hier auf jeden... War's hier? Ich glaube schon. Ich öffne einfach jetzt immer die gleichen Kisten. Irgendwann habe ich bestimmt Glück. Okay, Moment, ich will mal die hier öffnen. 50 Rubine, immerhin. Aber da gab's ein Herzteil. Kommt, Leute, da gab's ein Herzteil. Ich bin mir schon fast hundertprozentig sicher. Okay, ich google trotzdem nochmal nach, wo es jetzt hier genau die Herzteile gab, ob es da ein Herzteil gab. Nein, das ist ein Dieb. Oh Mann, geh weg. So, was ist hier? Hier ist nichts, genau. Was war hier? Jetzt konnten wir aufsprengen, aufrennen vielleicht auch? Nein, nur aufsprengen, okay. Aufsprengen, es dürfte auch wieder ein Laden sein, glaube ich. Oder? Nee. Rubine. Dein Ernst? Wieso kriegen wir hier so viele Rubine, ey? Was ist das? Hier. Okay. Die Häuser stehen, wie es aussieht, alle nicht mehr. Doch, das Haus steht hier noch. Geh weg. Was ist hier drin denn? Hallo? Ah, Laden. Okay. Der ist mir relativ schnubbe, den brauche ich jetzt nicht. Dein Ernst, Wache? Ist das dein Ernst? Okay. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter, okay. Doch, aber wir können was machen hier. Wir können es erstmal in die Weltporten hier, genau. Und da wir das Zauberpulver und den Hammer besitzen, können wir jetzt... Mann! Danke. Zack. Ist da oben nichts, okay. Hier runter springen und hier reinfallen. Und hier jetzt hochgehen. Hier müssen wir das Pulver benutzen. Dann erscheint, genau, so ein Viech. So eins wie aus Link's Awakening. Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reichen? Ich verfluche dich. Ach, schreit nach Rache. Mach dich auf was gefasst. Na, gefällt dir das? Aha, siehst du, jetzt wirst du noch halb so viel Magie abgezogen. Gut nicht, das freut dich, was? Und dann toi toi toi, mach's gut. Ja, er wollte uns bestrafen, gibt uns aber, ja, weniger Magie verbraucht. Das ist ziemlich cool.
Und ziemlich nützlich auch. Und der Part ist eigentlich vorbei, aber eigentlich würde ich noch gerne... Nee, können wir eh nicht. Wir können nichts mehr machen. Wir stellen uns jetzt vor den Dungeon und dann würde ich sagen, im nächsten Part betreten wir den Dungeon und machen den. Wenn wir jetzt nämlich hier runtergehen würden, würden wir hier auch nicht weiterkommen, glaube ich. Nee, erstmal kommen wir hier nicht runter. Hier kommen wir nicht hin. Den brauchen wir nämlich. Den Typen da. Den brauchen wir. Warum, werdet ihr später noch sehen. Aber ja, können wir noch nicht heben. In dem vierten Dungeon bekommen wir nämlich die verstärkten Handschuhe. Kann ich ja schon mal sagen. Die verstärkten Krafthandschuhe. Und dann können wir auch solche Steine heben. Und dann können wir erstmal ein bisschen Sidequesten, weil dann gibt es erstmal einiges zu tun. Glaube ich. Und ja, ich erkundige mich bis zum nächsten Part, wie das mit den Herzteilen da aussieht mit den beiden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.